Volkes. Geh mir aus den Augen. Wo bin ich? Verraten von meinem Vater, von meinem Volk. Die Rache soll mein sein. Was ist das? Dem Tode geweihte Ritter. Bin ich etwa auch einer? Nach tagelangem Zusammenstellen meiner neuen Ausrüstung ist sie nun fertig. Und ich bin nun bereit, in den Krieg zu ziehen gegen mein Volk, gegen meinen Vater. Nun ziehe ich hinaus in die weite Welt, um zu trainieren, mich vorzubereiten auf den großen Krieg, auf die Schlacht. Überall, wo man hinsieht, nur Tod und Verderben. Der Hass in mir ist gewaltig. Ich brenne vor Wut. Es bricht aus. Aus mir. Ich kann es nicht stoppen. Sie kommt, die Armee der Finsternis. Was für eine unbeschreibliche Macht, Tote wieder auferstehen zu lassen. Alleine konnte ich 10 Untoten beschwören. Aber was ist das, wenn man das mit mehreren Todesrittern macht? Eine unbändige Schlacht steht bevor. Mit diesem magischen Portal gelang ich in das Gebiet des Geschehens, wo sich eine unbeschreibliche Masse an Todesrittern versammelte und wir nun gehen der Schlacht reiten. Wir ritten immer weiter in das Gebiet meines Vaters, meines ehemaligen Volkes. Wir sind schon weit gekommen, meine Recken. Wir stehen vor den Toren Sturmwinds. Nur noch ein kleines Stück und wir stehen vor dem König. Nun stehen wir vor der Burg meines Vaters, wo er oben wahrscheinlich schon auf uns wartet. Nein, was willst du hier? Was hast du hier verloren? Ich werde mich nun an dir rächen und dir zeigen, wozu dein Sohn fähig ist. Stelle dich der Gefahr und der Armee der Finsternis. Die Armee der Finsternis? Lass ich mich lachen. So jemand wie du soll mein Vater sein? Eine traurige Wahrheit. Nein! Nein! Dead Knight! Du bist so naiv! Was ist, wenn ich gar nicht dein Vater bin?